mein Name ist Jennifer Tierlitzer und ich bin die neue Geschäftsführerin und Kuratorin im Kunstverein Siegen. Und ich befinde mich hier gerade im Haus Seel in einer Ausstellung, die organisiert ist vom Kunstverein Siegen mit den beiden Künstlerinnen Eva Behrendes und Alexandra Leikauf. Die beiden beschäftigen sich mit Konsum- und handlungsbezogenen Zusammenhängen. Und der Titel der Ausstellung Window Shopping bezeichnet eben genau das, das Betrachten und das Anschauen eines Schaufensters oder einer Vitrine. Betrachtende imaginieren sich in das bildhafte Stillleben hinein und versetzen sich in die dargestellten Kleidungsstücke, Objekte oder Gegenstände hinein, ohne dabei gezielt eine Kaufabsicht zu verfolgen. Die Künstlerinnen beziehen auch architektonische Elemente des Übergangs von innen nach außen mit ein, also Türen, Eingänge, Scheiben, Fenster, Tore. Und in dieser Ausstellung sehen wir eben Skulpturen, wandbasierte Arbeiten und Installationen, die teilweise die Künstlerinnen ausschließlich für die Siegener Räumlichkeiten installiert und überhaupt erst gemacht haben. Aber seht selbst! Im oberen Ausstellungsraum habe ich drei neue Arbeiten aufgebaut. Das sind, also ich nenne die Gates, Tore. Das sind so mit Textilien bespannte Holzkonstruktionen, die ich einerseits so nach malerischen Gesichtspunkten angeordnet habe und andererseits auch nach so einer Idee von Gebrauch. Also die erinnern eben an Tore oder Türen und man kann da hindurchgehen. Und das finde ich eigentlich so einen ganz spannenden Moment, so ein spannendes Moment, wie begegnet man diesen Arbeiten. Ja? Bleibt man stehen, geht man durch, dreht man sich nochmal rum. Also da bin ich sehr gespannt drauf, das auch zu sehen. Also dieses Kippmoment, wo auch so die Wahrnehmung eigentlich so ein bisschen schwenkt, ja, also wo man dann halt sich fragt, wie muss ich mich dazu verhalten? Das ist eigentlich so ein Aspekt, der mich in verschiedenen Werkgruppen beschäftigt hat. Das sind Schwarz-Weiß-Kopien von freistehenden Vitrinen, die ich in verschiedenen Museen fotografiert habe. Mir ging es hier um eine Raumerweiterungsmaßnahme. Mir ging es darum, Innenräume um ein Objekt zu wickeln, praktisch umzustülpen, wie man einen Handschuh von innen nach außen dreht. Außerdem ging es mir darum, Bildräume zu zeigen, Bildräume zu schaffen und auch die Unmöglichkeit des Betretens des Bildraums zu zeigen. Wir haben ja überall, wir haben hier verschiedene Objekte, die eigentlich eine bestimmte Funktion haben. Gebrauchsgegenstände, Segelboote, Schwerter, die musealisiert, gefangen, erstarrt, hinter Glas zu sehen sind, aber doch nicht erreichbar sind. Diese Unerreichbarkeit, dieses Spiel aus Begehren und Betreten ist hier in unserer Ausstellung zentral. Und unten habe ich eine Serie von 2018, die heißen Guards. Wächter sozusagen, die sind so formal entlehnt so von so wahren Sicherungstüren aus dem Supermarkt, die ja letztlich auch als Objekte auch Wächter ersetzen. Ja? Also da, statt Wachmännern stehen da eben diese Sicherungstore und da gibt es auch so eine gewisse Typologie bei diesen Toren und die habe ich aufgegriffen und eigentlich so in Skulpturen verwandelt. Und genau, also auch hier gibt es so diesen Aspekt, wie kommt der Betrachter zu der Arbeit? Also ich habe die so aufgebaut eben im Untergeschoss, dass man eigentlich genau wie an der Supermarktkasse einfach daran vorbeigeht. So. Grundsätzlich verbindet unsere Arbeiten hier die Frage nach dem Bildraum. Wo befinde ich mich im Verhältnis zum Bild? Wer bin ich im Verhältnis zum Bild? Kann ich rein? Muss ich draußen bleiben? Begehren und vielleicht auch die Unmöglichkeit des Zutritts. Außerdem vier bearbeitete Poster von Adolf Menzel, das Balkonzimmer. Auch hier liegt ja schon das Fenster wieder im Titel. Das war's.
Wir hoffen, dass ihr durch das kleine Video einen kleinen Einblick in die Ausstellung Window Shopping mit den beiden Künstlerinnen Eva Behrendes und Alexandra Leikauf, organisiert vom Kunstverein Siegen, bekommen konntet. Wir wissen im Moment leider nicht, wann wir öffnen, aber hoffen, dass wir euch bald wieder hier im Haus Seel begrüßen können, damit ihr die raumbezogenen Arbeiten vor Ort sehen könnt. Bis dahin, auf Wiedersehen.